Zu sagen, der Oberligist FC Grimma spielt eine ambitionierte Vorbereitung, ist fast untertrieben. Letzte Woche schon Drittligist Halle zu Gast. Am 14. Juli gibt sich Chemie Leipzig die Ehre. Und heute also der erste FC Lokomotive Leipzig aus der Regionalliga zu Gast. Alles, was in der Region Rang und Namen hat, darf also aufspielen im Husarensportpark. Die Leipziger in Schwarz, Grimma dementsprechend mit den blauen Trikots. Gegen Halle gab es eine am Ende doch saftige 0:10-Pleite. Coach Alexander Kunert forderte von seiner Mannschaft mutigeres Auftreten. Und das sieht dann so aus. Jan Hübner schiebt lässig ein, Start nach Maß nach diesem klaren Fehler in der Leipziger Defensive. Beide Mannschaften mit leichten Konzentrationsschwächen zu Beginn dieser Partie. Nächster suboptimaler Ball, Rangelow aufmerksam und mit dem ganz schnellen Ausgleich. Bogdan Rangelow in der vergangenen Saison noch bei Liga-Konkurrent Babelsberg unter Vertrag. Der Neuzugang kämpft um seinen Platz in der Leipziger Offensive. 1:1 der Spielstand nach 7 Minuten, 1:1 auch der Spielstand nach 45 Minuten. Die Gäste mit mehr Spielanteilen, aber Grimma hielt besonders defensiv gut dagegen. Beide Teams, wie man das in der Vorbereitung so gewohnt ist, mit vielen Wechseln in der Pause. Lock mit deutlich mehr Druck jetzt. Berger neu dabei auf den ebenfalls eingewechselten Ziane. Seit einem Monat steht der Name Jamal Ziane ganz groß in den Lokschen Geschichtsbüchern. Sein Tor im Landespokalfinale gegen Chemnitz brachte den Leipzigern die erste DFB-Pokalteilnahme seit der Neugründung 2003. Nur wenige Momente später ist es Tom Nattermann, der hier sehr deutlich umgetreten wird. Keine große Diskussion, natürlich ein Elfmeter. Sascha Pfeffer nimmt sich der Sache an und löst das sehr souverän. 3:1 Leipzig. Pfeffer mittlerweile 34 Jahre alt vor seiner fünften Saison im Leipzig-Trikot. Sein Trainer Almedin Civa setzt nach wie vor auf seine Erfahrung. Die vielen Wechsel wirkten sich deutlich auf die defensive Stabilität der Gastgeber aus. Es ist schon ziemlich easy, wie Luca Sirch hier einköpfen kann, nur sehr halbherzig verteidigt und so das Ergebnis nach 15 gespielten Minuten in Durchgang 2 schon ziemlich deutlich. Bei Lok dagegen lief es jetzt ganz geschmeidig. Schöne Zuspiele, schnelle Kombinationen und ein Tor nach dem anderen. Ziane macht's erneut 5:1 Lok. Er ist ja nicht nur Pokalheld, sondern auch dienstältester Lokprofi seit 2014 schon im Verein, dazu ja auch gebürtiger Leipziger. Mehr Identifikation geht nicht. Und die Gäste, ja, die dachten gar nicht dran, hier den Fuß in irgendeiner Art und Weise vom Gaspedal zu nehmen. Tom Nattermann mit einem Pass auf einmal völlig blank. Soll ich ablegen? Nö, einfach rein das Ding. Sehr hübsches Tor von Nattermann, vorher schon den Elfmeter rausgeholt, für Ziane aufgelegt. Das Ding nimmt er sich mal und wenn er die immer so trifft, bitte mehr davon. Am Sonntag ab 18.30 Uhr werden dann nicht nur die Fans, sondern sicherlich auch die Spieler mal den Fernseher anmachen und Sportschau gucken. Ab 18.30 Uhr wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost und natürlich träumen sie bei Lok von einem Champions-League-Verein. Im Lostopf ist ja sogar auch ein anderes Leipziger Team, da wäre der Anfahrtsweg dann besonders kurz. Auf dem Platz nichts viel Neues. Nächstes Tor durch Farid Abderrahmane. Schon bemerkenswert, wie einfach es in Halbzeit 2 für Lok war. Kaum Gegenwehr, Pfeffer leicht an seinem Gegenspieler vorbei. Kann es selber machen, legt aber nochmal sehr uneigennützig auf. Ziane schnürt den Hattrick. 8:1 in der 75. Minute, soweit die schlechten Nachrichten für den FC Grimma. Die gute, wenn man denn so will, danach ließen die Gäste das Ding hier entspannt austrudeln und so blieb es am Ende bei diesem Ergebnis. Am Ende also die nächste Packung für den FC Grimma, die beiden Trainer mit ihrer Analyse. Ja, weil wir zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen haben, wie schon am Samstag gegen HFC. Ja, die erste Halbzeit muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben gut mitgespielt, haben Wert auf die Basics gelegt, dass wir laufen wollen. Wir sind ja auch erst, das haben wir in der zweiten Vorbereitungswoche, nach 7 Monaten Stillstand. Von daher sah das ganz gut aus, haben ein paar Dinge angesprochen, auch aus dem Spiel vom HFC. Was wir dann in der zweiten Halbzeit ich sag mal, gemacht haben, weiß ich so recht nicht, warum das ist, ob es an den Durchwechseln liegt. Ja, muss man hinterfragen.
wichtig. Es gab ein paar Vorgaben, die haben wir mitgenommen. Und da muss ich auch ein bisschen meine gestandenen Spieler dann auch einfach mit ins Boot holen, dass dort von denen dann dementsprechend auch mehr kommt. Ja, die haben fast alles umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen haben. Wir sind in der Vorbereitung und nach jetzt fast 3 Wochen und das passt schon. In der ersten Halbzeit haben wir teilweise auch sehr, sehr stark gespielt. Im letzten Drittel haben wir von hinten raus sehr, sehr gut gespielt. Und im letzten Drittel haben wir dann so einfache Fehler gemacht, indem wir die falsche Entscheidung gesetzt haben, haben 3 Konter zugelassen. Beim Gegentor eben individuelle Fehler, das passiert. Aber ansonsten so von dem ganzen Spielstil war es schon sehr, sehr gut. Und in der zweiten Halbzeit habe ich vom System her umgestellt und waren wir konsequenter im 16 oder im Strafraum rum. Das war eben der Unterschied zur ersten Halbzeit. Lock mit guter Frühform. Ende des Monats startet das Team gegen den BFC Dynamo in die Saison.